Ahoi Leute, heute geht's weiter mit einer neuen Folge Two Point Hospital. Wir sind wieder in Smogly unterwegs, denn Halloween hat immer noch Einzug gehalten, der Spooky Mode. Ja, die Kürbisköpfe rollen, die Hexenkessel brauen und unsere Patienten weinen. Mir hat jemand von euch den Tipp gegeben, dass ich doch einfach mal gucken soll, dass ich alle Krankenpfleger einfach auf Behandlung skille und nicht auf Diagnose, denn die helfen meistens nur, ja, bei Behandlung. Also die machen nicht wirklich was mit Diagnose, außer vielleicht hier im Spritzenlabor da vorne. Und naja, dann werde ich mir das mal zu Herzen nehmen und werde mir das jetzt auf jeden Fall mal mit euch angucken. So. Oh Gott. Okay, genau. Außer hier dann halt Flüssigkeitsbeschleuniger. So, wir haben aber anscheinend erstmal zu wenig Pfleger. Gucken wir doch mal. Da, hiermit, du bist eingestellt. Du siehst super nett aus. So, genau. Die Flüssigkeitsanalyse hat natürlich keine Pfleger, warum auch immer. Aber da werden wir schon was regeln. Oh, die 1 Million haben wir auch überschritten. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, Diagnose. Zack. Und wir brauchen noch einen weiteren. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben so voll wenig Pfleger hier. Zack. So. Sollte jetzt, oh, du auch noch. Sollte jetzt aber alles irgendwie passen. Forschung abgeschlossen. Turbosauger 2. Okay, ich weiß leider gerade nicht so ganz, was wir weiterentwickelt haben. Deswegen, sehr gute Frage. So, ich mache mal die Flüssigkeitsanalyse weiter. Die müsste nämlich noch ein bisschen gemacht werden. Und ich sehe schon, wir brauchen ab sofort einen größeren Forschungstrakt. Okay, diese Hexenlache ist dezent komisch. Nur dezent? Nein, sie ist ein bisschen mehr als nur dezent komisch. Aber wir müssen das akzeptieren. Wir müssen das akzeptieren. So, was ist denn hier los? Also, naja, so ein bisschen, so ein paar mit niedrigem Herz haben wir noch. Ich glaube, wie viele warten denn immer vom OP? 3, 3, 4. Okay, also wir brauchen anscheinend noch einen OP. Gucken wir doch mal, ob wir den hier kopiert bekommen. Muss ich natürlich jetzt gucken. Kopieren. Und dann, Oh, das passt sogar vielleicht. Probably passt das. Jetzt muss ich nur gucken, wo. Ach so, genau. So, setze ich mal hier hin. So. Okay, dann ist das in Ordnung. Dann haben wir jetzt einfach noch ein OP hier. Dann ist der Raum hier auch voll. Jetzt haben wir noch die 2 und da hinten. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir hier so alles noch zu erledigen haben. So, wie sieht es denn mit der Station aus? Die Station läuft gut. Die brauchen wir nicht zu vergrößern. Hier sind, glaube ich, nicht so viele Menschen, oder? Warteschlange 2. Das ist Portishead. Portishead mit Bettgesicht. Okay. Okay. So, Henry Strassler will was. Der Henry Strassler. Es ist wirklich tragisch, wenn Patienten sterben. Und es ist umso schlimmer, wenn sie uns als Geister verfolgen. Andererseits kann ihre gesammelte Essenz für unsere Forscher sehr nützlich sein. Fange 2 Geister. Zeitbegrenzung 180 Tage. Belohnung 25% Zufriedenheit und 10 Kudos. Ich würde sagen, das nehmen wir mal an. Das ist ja das Einfachste hier. Das Geister haben wir ja genug. Okay, so, wir brauchen hier noch einen Chirurg. So, Chirurgin. Sorry, Chirurgin. Oh, nicht geheilt. Okay. So, und ich sollte in Behandlung. Behandlung. Ja. Diagnostik 4. Oh. Wir können nur 2 machen. Naja. Okay, so, dann gucken wir doch mal, dass wir hier Behandlung. Behandlung 2. Verfügbare Teilnehmer: Arzt, Arzt, Krankenpfleger, Chefarzt. Behandlung, Behandlung. Ich glaube, ich stelle euch da mal alle für ein und dann, so. Oh, da ist ein Patient. Oh, das ist Weibu. Und da kommt er wirklich als Geist wieder. Naja, ich hatte Hoffnung. Notfallchirurgie. Einige Chirurgiepatienten wurden hilflos zurückgelassen, nachdem ein Krankenhaus vom Bungle Meditech als rechtlich nicht mehr vorhanden erklärt wurde. Nun hoffen sie auf weitere Behandlung. Sollen wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung.
Wollen wir die Patienten aufnehmen? Herausforderung? Heile 4 Patienten mit Rückenschrippe. Behandlungsraum, Chirurgie, 4 im Krankenhaus. Zeitbegrenzung 120 Tage. Belohnung 10 Ruf, 10 Kudosch und 10.000 Dollar. Ich würde sagen, das machen wir, weil wir brauchen sowieso diese ganzen Chirurgiepatienten und wir haben jetzt 14 von 50. Und wir müssen noch 30 Mitarbeiter weiterbilden. Was soll ich denn mit den allen machen? Das geht nicht. So viele Mitarbeiter habe ich gar nicht. Also ich meine, ich habe halt irgendwie echt... Oh. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen, diesen Hubschrauberlandeplatz. Den sehe ich heute auch zum ersten Mal. Der Rest kommt hier aus der U-Bahn. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Das war ganz komisch. Okay. Beförderung. Jade Beige, Nachwuchsschwester, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Krankenpflegerin. Die Beförderung von Nachwuchsschwester zu Krankenpflegerin gewährt einen Weiterbildungsplatz, 10 Bewegungstempo, 10%. Bewegungstempo, 10% Diagnosekompetenz und 10% Behandlungskompetenz. Biete eine Gehaltserhöhung an, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. Aktuelles Gehalt 16.000. Neues Gehalt 20.000. Machen wir sie auch direkt glücklich. Komm, wir wollen ja auf einen grünen Zweig kommen. Geben wir 25.000, nicht nur 20. Kriegt sie nochmal das Doppelte an Gehaltserhöhung. Kriegt sie 200% Gehaltserhöhung. Läuft bei ihr. So, ich stelle mal hier diese Assistenz noch ein für unseren Shop. Die würden ja vielleicht mal alle ins Café kommen. Hätten wir da so eine, ja, Person, die das macht. Okay. Café. Warteschlange. Ich hoffe, jetzt kommen da auch welche hin. Es wäre schade, wenn nicht. Wer kann es nutzen? Ich würde sagen, alle. So. Weiterbildung läuft. Oh, da sitzen sie alle. Wie lange dauert das noch? 40 Tage. Oh, das dauert noch. Ich sehe schon. Ach, guck mal, da sind jetzt die ganzen Menschen. Okay. Ja, ich krieg bitte für die Pampe und den Burger 4,99. Guck mal, jetzt bildet sich hier langsam eine Warteschlange. Okay. Können die sich hier alle hinsetzen? Ich hoffe, setzen sich hier jetzt schön alle an die ganzen freien Tische. Verhungern nicht so ganz und ich sehe schon, das ist da zu kalt. So. Oh, das ist ja hier richtig kalt. Ich sehe schon. Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So, machen wir hier noch einen hin. Das ist auch kalt. Warum ist das hier überall so kalt? Da ist es zu warm, aber im Rest des Krankenhauses ist es einfach kalt. Das ist nicht schön. So, dich will ich mal versetzen. So. Ach, da ist ja auch noch eins. Genau, dann können wir das auch nochmal verschieben. Guck mal, so, jetzt ist es doch in Ordnung. Okay, und jetzt sterben auch nicht mehr so viele. Es ist auch gut. Befördern. Ellie Retzel, Pflegeschülerin, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Nachwuchsschwester. Die Beförderung von Pflegeschülerin zu Nachwuchsschwester gewährt einen Weiterbildungsplatz, 10% Bewegungs... Okay, das kennen wir alles. Bewegungstempo, Diagnosekompetenz und Behandlungskompetenz. Biete eine Gehaltserhöhung an, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. 14.000 zu 16. Das kommt uns hier ja noch ganz günstig. 19. So. Wie sieht es denn hier aus? Mit Personal muss ich ja... Personal... Gehalt. Oh, da ist jemand unzufrieden. Wer ist unzufrieden? Wer sagt mir nicht Bescheid mal wieder? Ich bin enttäuscht. Marvin. Okay, Marvin, dann sag mir nicht Bescheid. Weil du es nicht tust, gebe ich dir eine Gehaltserhöhung. Wo diese Logik ist, weiß ich nicht, aber sie ist nicht da. So, wir erhöhen mal das Gehalt von allen ein bisschen, dann erhöht sich vielleicht auch ein bisschen die Arbeitskompetenz. Das wäre ja ganz schön. So. Ich würde sagen, für alle unsere, also diese Gehaltsreform werden wir hier mal ein bisschen langsamer angehen. Es gibt erst Beförderungen für die Assistenzen und für die Mechaniker und dann nach einer Weile auch noch für die Krankenpfleger und dann irgendwann für die Ärzte. So, jetzt haben nämlich 22% unseres Krankenhauses sind schon glücklich. Das ist ja schon mal gut. Haben eine sehr gute Bezahlung. Sehr glücklich, sehr gut dann. Sterben vielleicht jetzt nicht mehr so viele. So, Notfallchirurgie. Oh, sogar zweimal. Einige Chirurgiepatienten wurden aus einem Jumbo-Krankenhaus geworfen, da sie die Verwaltungsgebühr nicht bezahlen konnten. Sie hoffen nun auf weitere Behandlung andernorts. Sollten sie erfolgreich behandelt werden, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen?
Ja, Operettenorgan, oh. Und Herzensbrecher. Von Orbi Wellness Center verwiesen und hoffen nun auf weitere Behandlung anderorts. Okay. So, das sind ein paar viele. Jetzt müssen wir hoffen, dass hier unsere ganzen Ärzte und Pfleger alle fertig werden für Behandlung 2, denn die müssen jetzt alle direkt in den OP. Das wird ein bisschen kritisch. Oh, da wird schon operiert. Sehr gut. So, dann bist du schon durch. Und dann hoffen wir jetzt, dass die nicht alle auf einmal hier dann sitzen. Oh Gott, da sitzen sie schon. Ich sehe schon. So, zweiter in Reihe. Zweiter in Reihe. Erster in Reihe. So, erste und... Naja, die gehen da jetzt... Oh Gott, 6, 6. 6. Uah, das ist zu voll. Hilfe. Ich sehe, es ist dezent das Problem, dass es hier ein bisschen voll ist. Oh, da stirbt der Nächste. Okay. Es sterben so viele. Es stirbt noch jemand. Das kann ich mir nicht anhören. Und so viele... Wo verschwinden unsere ganzen Assistenten immer von hier? Das ist immer, das ist für mich immer ein Rätsel. Befördern, befördern und befördern. Wir befördern einfach mal still. Das finde ich gut. Das ist schön. So, da ist wieder eine Assistenz. Wir haben auch zu wenig Hausmeister, habe ich das Gefühl, weil uns verdorrt hier alles an Pflanzen. So. Genau. Okay, es wird gegossen. Hier wird heil gemacht. Besuch des Gesundheitsministers. Gesundheitsminister Tark in Foxbridge hat uns mitgeteilt, dass er unser Krankenhaus bald besuchen wird. Erinnert uns auch dran, dass es ihm gar nicht gefällt, wenn wertvolle Gewinne für Komfort und Wohlbefinden des Patienten verschwendet werden. Wenn das Krankenhaus ihn beeindruckt, erhalten wir vielleicht einen Teil des County-Gesundheitsbudgets als Belohnung. Beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Belohnung 8 Ruf und 10 Kudosch. Und Henry Stassler ist stolz auf uns. Wir haben zwei Geister gefangen. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal sehr gut. So, jetzt müssen wir nur halt die ganzen restlichen 50 Geister fangen. Und es ist hier zu kalt. Okay. Ich guck mal, ob ich hier noch eine Heizung habe für den Raum. Ein Heizkörper. So. Man muss ja auch immer gucken, wo der hinpasst. Der passt hier ja nirgends hin. So, Moment, so ein kleiner Heizkörper vielleicht. So, der passt nämlich hin. Es ist nicht komplett kalt, aber brechend heiß ist es auch nicht. Dort auch. So. Oh, da ist es auch so kalt. So. Das ist hier. Das ist hier überall so kalt. Kann ich hier nirgendwo so einen kleinen. Doch, hier. Oh, okay, so, 21 Patienten, oh, das läuft doch. Langsam machen wir mit den Todesfällen, glaube ich, einen Fortschritt. Hoffe ich. Hoffe ich. So, ein Gehalt, ein Fehlgeschlagen, 2 im Gange. 5 im Gange, 4 im Gange. Okay, das läuft. Ich glaube, hier muss ich noch ein paar Objekte hinstellen. Ich stelle hier einfach mal noch ein paar Bänke hin. Obwohl, die sollte ich vielleicht dorthin stellen. So. Und dann kommt hier irgendwie noch ein Energy-Drink-Automat, ein Snack-Automat und Abfall-Eimer. So, okay, dann ist das auch in Ordnung. Dann können die Leute da nämlich ran, dann müssen sie sich nicht alle dahinstellen. Der Wartebereich hier ist ein bisschen, ja, schwierig, nenne ich es mal. Okay, aber es läuft ja. Die Chirurgien laufen auf Hochtouren. Oh Gott, 4 Patienten. Oh, es sind eigentlich zu viele. Eigentlich müssen wir hier noch ein OP-Zimmer bauen. Ich guck mal, kann ich das hier kopieren? Oh Gott. Kopieren, kopieren, ey. Und dann, kopieren. So. Okay. Dann ziehen wir da noch mal die Chirurgie. Auch wenn wir, glaube ich, gar keine Ärzte mehr haben. Ich glaube, unsere Ärzte sind mittlerweile... alle auf, mal guck mal, den hier könnten wir noch einstellen. Ja, Chirurgiearzt. Okay, und der Pfleger kommt schon. Okay, das ist gut, weil dann können wir die hier noch ein bisschen aufteilen. Das ist gar nicht so schlecht. So, 2 Gehalt, 1 Fehlgeschlagen. Okay, dann haben wir das schon mal bestanden. So.
Oh Gott. Erster. Zweiter. Okay, es läuft, ja. Es läuft. Okay, er geht raus, der erste geht rein. Okay, das wird hier nämlich, glaube ich, ein bisschen knapp. Oh je. Oh Gott. Was ist hier los? Dritter. Er flüchtet auf die Toilette. Zweiter. Wer ist Nummer 1? Nummer 3. 3. 2. Alle nicht? Oh Gott, okay. Na komm, dann bist du jetzt mal Erster. Du bist Erster, so. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Sondermeldung, 3 von 4, okay, das ist gut. Und Weiterbildung nicht jetzt. Oh, 25 von 50, ihr seht, es geht schneller als gedacht. So, wir müssen aber irgendwie noch 24 Patienten, sag ich schon. Ärzte und Krankenpfleger weiterbilden, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich werde mal hier Behandlung 2, ach nee, Behandlung sollten wir vielleicht, 19 Stück. Ich muss die ganzen Pfleger, die ganzen Schwestern hier, müssen alle mal hier eine Weiterbildung bekommen. So. Dorothea ist die Oberschwester, die macht das mal. Unsere Oberschwester kriegt das hin. Die macht jetzt hier mal mit 8 Leuten eine Weiterbildung. Und unsere Chirurgien laufen auf Hochtouren. Damit würde ich sagen, machen wir aber erstmal Schluss für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder schreibt einen Kommentar oder, weiß nicht, schickt mir Blumen. Und dann sehen wir uns auch ganz sicher morgen wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.